Hallo Leute, ich bin Legendkiller und heiße herzlich willkommen mal endlich wieder zu einem One-Way-Smoke-Tutorial, diesmal auf der Map, ja, Cobblestone, und ich zeige euch mal, wie ihr hier die Mitte so One-Way-mäßig zusmoken könnt. Dafür geht ihr einfach hier an den Baum und müsst dann die Smoke so in die Ecke gegen den Baum werfen. Wenn ihr jetzt hier gebückt an diese Mauer, hier an diese Kante geht, könnt ihr hier so leicht die Umrisse von den Gegnern erkennen und dann könnt ihr die wegholen. Das war's mit der Smoke, gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke, und zwar, wenn die Gegner jetzt hier irgendwie vorgedrungen seid und auf A-Spot rushen, könnt ihr, wenn ihr hier hinten in der Ecke steht, auf dieses Fass drauf springen. Und dann müsst ihr gucken, dass ihr die Granate mit Rechtsklick hier irgendwie so fallen lässt, dass sie hier oben drauf bleibt. Springt dann auf das Fass, springt hier oben drauf. Wenn ihr euch dann halt in den Smoke reinstellt, könnt ihr wie bei der ersten Smoke halt einfach so durch den Smoke ballern. Und die Leute, die dann da kommen, ansagen, könnt ihr wegballern, könnt euch dann hier runter droppen lassen und dann habt ihr wieder Deckung. Das war's auch mit der Smoke, gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke, und zwar, wenn ihr hier drauf springt, dann hier hinten rechts in diese Heulballen so eine Smoke-Granate fallen lässt. Wenn ihr drauf springt, könnt ihr Gegner halt sehen, beziehungsweise wenn ihr hier vorne steht, können die Gegner euch sehen. Deswegen würde ich euch empfehlen, hier einfach drauf zu springen und hier ans Ende zu gehen, und wenn die Gegner dann einfach hier vorbeilaufen, könnt ihr sie einfach vorbeilaufen lassen und dann von hinten alle umbringen. Weil, Moment, ich platziere den Bot mal hier vorne, ungefähr hier so hin. Naja, ist jetzt nicht perfekt, aber sollte zu Demo-Zwecken reichen. Und zwar, wenn die Smoke so ist und ihr hier vorne steht, dann können halt die Leute, die hier vorbeikommen, euch sehen. Okay, der Bot steht jetzt unten, weil normalerweise springt er halt oben auf dieses Holzteil drauf. Also hier zwischen diesen beiden Holzteilen drauf, und der Bot steht da jetzt unten auf dem Heu. Das heißt, normalerweise steht ihr so, wie der Bot halt steht, weil man springt halt hier drauf, damit man auch drüber gucken kann, weil wenn man hier vorne steht, wie der Bot gerade stand, und dann erkennt man halt nichts, deswegen springt man da drauf. Und wenn man hier um die Ecke kommt, sieht man halt, dass oben einer steht, deswegen, wenn ihr da hinten steht, die gucken hier, sehen nichts, werden vielleicht ein paar Mal prefeiern, treffen euch dann nicht. Und sobald die hier sind, könnt ihr die sehen und könnt ihr dann wegballern. Und ja, das war's mit der Smoke, gehen wir weiter zur nächsten. So, jetzt zeige ich euch mal eine, ja, hier Mitte-Smoke, falls die Gegner mal irgendwie aggressiv pushen sollten. Dafür also müsst ihr einfach hier drauf springen, dann könnt ihr per Rechtsklick die Smoke fallen lassen. Und dann könnt ihr hier, wenn ihr so zur Seite geht, könnt ihr halt hier durch diese Smoke unten drunter gucken. Und wenn ihr hier nach rechts geht, seht ihr, da ist der Gegner. Auf jeden Fall könnt ihr da halt, wenn ihr weit genug weg seid, da durchgucken. Und ihr habt ja gerade gesehen, man sieht den Typen von der anderen Seite halt gar nicht. Und ja, der Gegner steht halt da hinten. Das könnt ihr halt auf der ganzen Teil hier, auf dem ganzen Gerüst oder was das hier sein soll, oder auf der ganzen Erhöhung halt machen, indem ihr einfach mit Rechtsklick die Smoke fallen lässt, und dann könnt ihr hier unten drunter gucken, der Gegner wird euch nicht sehen und ihr könnt den dann schön Headshots verteilen. So, kommen wir nun zu einer Dropper-Smoke, aber die Smoke finde ich jetzt persönlich nicht so hilfreich, beziehungsweise nicht so nützlich, aber ich werde es euch trotzdem zeigen, vielleicht hilft sie ja dem einen oder anderen, oder vielleicht patchen die mal hier ein bisschen das Aussehen. So, wenn ihr hier diese Treppen hochgelaufen kommt, stellt ihr euch hier rechts in die Ecke rein, zielt dann auf dieses rechte Bett, unten rechts in die Ecke, und dann einfach die Smoke werfen. Und jetzt könnt ihr hier links unten, wie ihr schon ein bisschen sehen könnt, wenn ihr euch bückt, drunter zielen und hier in die Ecke gucken. Wenn der Smoke so ein bisschen weggeht, könnt ihr auch da unten hingucken, also dahin gucken, wo dieses Fenster ist. Nur, man sieht halt nicht sehr viel, aber ich wollte euch halt diese One-Way-Smoke zeigen. Und man sieht halt da unten, die Gegner stehen eigentlich meistens hier so an der Kante, und die Kante kann man von da oben aus schon gar nicht mehr sehen. Zeige ich euch mal eben. Zack. Wenn ihr halt hier seid, weil
Ach hier. Dann sieht man die Kante gar nicht. Wenn man nach rechts geht, ist da schon die Smoke im Weg. Vielleicht, wenn sie ein bisschen verblasst. Moment, warten wir mal ein bisschen ab. Ja, das sieht ganz weg. Und der steht eh da unten. Also, wie gesagt, hier könnt ihr eventuell ein bisschen am Fenster pieken. Aber ich wollte euch die Smoke halt vorzeigen oder nicht enthalten so. Und ja, gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zu einer nächsten Smoke. Und zwar, wenn ihr hier lang oder mit der AWE oder mit der AK halt steht oder M4, je nachdem, welche Seite ihr spielt. Und ihr hört, da kommt einer hinten raus. Könnt ihr euch hier vorstellen, dann per Rechtsklick eine Smoke fallen lassen. Müsst ihr hier auf diese Mauer springen, auf dieses Teil drauf, dürft natürlich nicht zu weit. Wenn ihr dann halt im Smoke seid, seht ihr da hinten, kann man den vielleicht, ich weiß halt nicht, wie die Qualität auf YouTube und so zu sehen ist, aber hier sieht man halt, dass da einer steht und den könnt ihr dann wegholen. Beziehungsweise wenn da mehrere kommt, könnt ihr da ein bisschen hinsprayen, euch dann wieder zurück hinter der Kiste fallen lassen. Und dann habt ihr wieder hinter der Kiste Deckung. Und ja, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke, aber für diese Smoke habe ich keinen wirklichen Anhaltspunkt. Ich muss eigentlich versuchen, hier per Rechtsklick ungefähr mittig die Smoke hier so loszulassen. Wenn ihr dann um die Smoke rumgeht, könnt ihr zwischen dieser Kiste und der Smoke hier hinten gucken, ob da hinten einer steht mit der AWE. Und die können euch, wenn wir den Bot hier mal platzieren und schnell darüber fliegen, von hier aus nicht sehen. Seht ihr? Da steht der Bot irgendwo. Und ihr konntet, da steht er. Und ihr konntet den ja gerade gut sehen. Also hier hinstellen. Müsst halt versuchen, die Smoke irgendwie hier so möglichst mittig auf diesen Vorsprung zu platzieren. Also am besten hier irgendwie so um die Ecke verstecken und dann so per Rechtsklick. Oh, ich glaube, die war zu kurz. Ja. Ihr müsst halt versuchen, hier möglichst so eine kleine Gasse nur zu lassen. Moment, wir warten mal, bis die Smoke weggeht. Also versuchen wir das nochmal. Also möglichst hier so mittig. Dann hier rum. Und dann kann man hier halt, seht ihr, so ein bisschen rumpieken. Wenn ich mich jetzt beeile, sieht man da nichts. Und da steht der Bot. Und ja, das war's auch mit der Smoke. Auch wenn es kein wirklicher Anhaltspunkt war, gehen wir weiter zur nächsten. Hallo Leute, ich bin Legendkiller und scheiße, herzlich willkommen. Quatsch. So Leute, diesmal möchte ich euch mal eine One-Way-Smoke-Kombination zeigen. Und zwar, wie ihr direkt zwei Stück aufeinander machen könnt, beziehungsweise nebeneinander. Die erste werden wir werfen, sodass sie ungefähr hier vorne aufkommt. Hier so. Dann wird halt hier so eine Lücke sein, wo ihr dann da hinten abaimen könnt, ob da einer steht. Die zweite Smoke wird dann ungefähr hier so aufkommen, dass einer hier in den Dropper reingucken kann. Der andere kann dann hier so rumziehen und gucken, ob da einer im Haus steht. Kann man dann zur Not auch noch Granaten, Molotow hinwerfen. Und dann könnt ihr halt um diese Smoke rumgehen und gucken, ob der Spot frei ist. Sollte der Spot frei sein, könnt ihr halt da noch eine Smoke hinwerfen. Und ja, die Smoke oder diese Smokes finde ich eigentlich relativ gut oder relativ geil. Also für die erste Smoke kommt ihr, wenn ihr hier rausgeht, stellt ihr euch hier hinten in die Ecke, also da einfach gegenlaufen. Zieht dann auf diese Kiste, diesen Strich in der Mitte, einfach hoch, bis ihr hier oben auf diesem Torbogen seid. Also hier dieser Strich von der Kiste, hochzählen, bis man hier oben so ein bisschen überhalb von diesem Torbogen ist. Ups. Also hier hin. So, und dann so ein kleines Stück drüber, dann die Smoke werfen, die soll dann von der Kiste abprallen und hier alles zusmoken. Und dann ist hier so eine kleine Lücke, dass ihr hier unten hingucken könnt, ob da keiner steht. Und den kann man auch hier hinten, das ist jetzt mit einer AK schlecht zu sehen, aber in der AWE kann man das besser sehen, gucken, ob da hinten einer steht. Ich glaube, die war auch ein bisschen zu weit geworfen, aber hier sieht man, Moment, ich zeige die einfach nochmal. So, hier hin. Da hoch. So. Eigentlich sollte da halt auch noch eine kleine Lücke sein. Dass man hier normal durchaimen kann. Und dann hier, seht ihr, so ist die perfekt, dass man da hingucken kann. Aha. Dann holt man den halt weg. Dann kommt man hier rüber. Aimt gegen diese Kiste und geht so weit nach rechts, bis man hier stecken bleibt. Ja, also man bückt sich dann. Dreht sich um. Und guckt hier oben, sieht man ja diese Burg. Ja, diese Türme oder was auch immer das von der Burg ist. Also kein Turm, ein Turm ist ja da. Also ihr seht auf jeden Fall diese Burgmauer und muss dann hier oben rechts auf diese Kante zielen und dann da die Smoke gegenwerfen. Die wird dann aufprallen, auf der Mauer landen. Und dann ist hier unten so eine kleine Lücke, dass ihr hier hingucken könnt und in den Dropper reingucken könnt. Ich
weiß, das erkennt man wahrscheinlich nicht so gut auf YouTube. Auf jeden Fall könnt ihr dann auch noch weitergehen und gucken, so, aha, steht da einer, und dann, wie gesagt, könnt ihr halt Molly werfen, einer kann weiter in den Dropper gucken. Da kann man hier weiter rumziehen, okay, die Smoke ist jetzt weg. Das kann ich euch mal nochmal zeigen, also einfach hier gegen die Kiste, bis ihr gestuckt seid, euch bücken und umdrehen. Dann da oben gegenwerfen. Zack. Und die wird dann auf der Mauer landen. Und dann kann man halt hier durchgucken, seht ihr, jetzt sieht man das ein bisschen besser, kann man halt einen Dropper gucken, einer kann hier stehen bleiben, der Rest kann hier rumziehen, kann hier so gucken, kann gucken, aha, oder auch stehen kann er dann hier gucken, aber ich würde euch lieber empfehlen, so gebückt zu laufen, und dann könnt ihr gucken, aha, da ist alles frei, dann kann einer noch, denn eine Smoke hat die da hinwerfen, dann kann man auf den Spot laufen und planten. Ja, das war's eigentlich auch mit Cobblestone, ich hoffe mal, es hat euch gefallen, es waren ein paar nützliche dabei, und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder welche Map ich als nächstes machen soll. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Haut da rein.